Herzlich willkommen zu den Punkt 12 Nachrichten, heute mit folgenden Themen. Königliche Hochzeit, Prinzessin Holtraude traut sich. Souls, das größte Hörspiel, startet weltweit in allen Hörspielhäusern. Im Studio die bezaubernde Katja. Danke, Sie Charmeur. Top News aus dem Königreich Leoma. Prinzessin Holtraude schließt den Ehebund mit ihrer Retterin Harley, die sie aus dem Schwarzen Turm befreit hat. Film ab. Im Namen der heiligen 12 Götter und im Namen von Satan, dem Herrn über Rock'n'Roll. Ernennen wir sie hiermit zu Frau und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Es erfüllt mich mit großer Freude. Yeah, Baby, komm her. Mua. Mich dünkt der Tag, an dem ein Königreich von 2 Königinnen regiert wird. Das gibt einen grandiosen Vorteil beim Schachspiel. Und somit hat sich der Kreis der Ehe in der Familie an. Es ist sinnlos. Dich kriegen wir schon. Nimm das. Moment! Die haben unser ganzes Studio zerlegt. So sieht es aus. Es ist an der Zeit, Blut zu vergießen. Bitte bleiben Sie am Schirm. Die Nachrichten werden sogleich fortgesetzt. Entschuldigen Sie diese Störung, doch die jetzige Situation ist von höchster Priorität und nicht weniger sensationell. Die Dimensionen sind durch magische Schutzkristalle vereint worden. Wir waren live dabei, wie wackere Helden einen der Kristalle zu unserem Obersenator brachten. So viel zu unserem Jubel. Kommen wir nun zu einem royalen Thema. Souls, das Hörspiel, startete vor einiger Zeit in den Hörspielhäusern unserer Welt. Doch worum geht es in diesem Hörspiel? Sehen Sie nun live ein Interview mit Darsteller Raphael Sorrell. Vielen Dank, Katja. Und nun zu dir, Raphael. Wie ist die Lage? Überaus royal, Herr Knarren. Sensationell, das wollte ich hören. Sag mal, was ist das eigentlich für ein Typ, den du da spielst? Wie ist der so? Meine Wenigkeit spielt einen äußerst edlen Markus, der Sesto bei seiner verzweifelten Suche nach seiner entführten Schwester hilft. Da sieht man es, immer Stress in der Bude. Ha! Sag mal, wie kommt dein Charakter eigentlich mit dem Protagonisten zurecht? Bitte? Ich spiele nicht die Hauptrolle. Laut dem Produzenten nicht. Ich muss meinen Anwalt sprechen. Na, das wird ja spannend. Zurück zu Katja. Ah. Vielen Dank, Christoph. Das war's mit den News. Bis zum nächsten Mal.